So, willkommen zurück. Wir sind gestorben. Wir müssen nämlich immer noch da rechts hin. Den Vorratsbunker erreichen. Die anderen warten jetzt mittlerweile schon seit geraumer Zeit auf mich. Und in der letzten Folge ist Fraps abgestürzt und ich weiß nicht wann. Und das Problem ist, wenn das passiert, und sei es gegen Ende der Aufnahme, es kann passieren, dass für eine ganz kurze Zeit meine Stimme in Zeitlupe abgespielt wird und hinten an, am Ende des Videos, irgendwie so ein Schnipsel aus der gleichen Festplatte kommt. Also eine andere Szene Weniger von Guild und Wars zum immer Beispiel. weniger von euren Kameraden Das hatte ich sind schon noch da, mal. um an eurer Seite zu stehen. Folgt ihnen in Es den bereitet Das Tod Mario, oder das ist jetzt gleiche Problem. Unanheilige Ah, ist das laut, Leute ey, zu verfickt töten. you. Wie unrecht sie auch Mann, was soll denn haben. der Scheiß? Zieht einen Schaltet sie auf! Ne, jetzt, Erkennt aus der Leute. Tatsache, Jetzt dass ihr auf reicht's. der richtigen Seite der Geschichte steht. Aus mit Aber cool euch. ist der Mensch. Dummes Dialog, ey. So. Also das. Mario, das hatten wir auch in Divinity Original Sin 2 auch gehabt. Da kannst du dich noch erinnern, da habe ich doch gesagt, die Aufnahme ist nicht richtig abgespeichert worden. Und da Ja. war meine Stimme auch in Zeitlupe abgespielt. Also so ganz tief, ne? Und dann Stille, nix. Man hört nur noch Ingame-Sound. Und in der Guild Wars-Folge, das waren ungefähr 5 Minuten am Ende, wo Fraps das Mikrofon verloren hat. Das findet es ja auch nicht wieder. In diesen 5 Minuten war nicht ein einziger Sound Ton von euch gekommen. Ihr seid total still gewesen. Ich bin die einzige treibende Kraft, die in diesem Spiel die Stimmung bringt. Mehr oder weniger. Weiß einer von euch, wo der Vorratslager ist? Ihr habt ja vorgespielt. Sagt er dir eigentlich an mit dem Kringel? Ja, aber oben ist eine Kanone und da war der Tod. Was ist oben? Aha. Geh hoch, los. Geh hoch. Du setzt nicht diese scheiß Schnitzereien an. Dann mach ich das so. Ach, hier soll ich hin? Nicht entziffert. Habt ihr eine Stimme gehört? Dich sicher, ich dachte, er hätte gesagt, das sei ein Verratsbunker. Smooter, was genau macht diese Kristall nochmal? Na, liest. Riesenlegion gegen uns zu nutzen. Wie ich schon sagte. Ja schon, aber wie denn? Mit einem wirklich großen Rums? Ihr braucht eine Ablenkung, jetzt habt ihr sie. Hört auf, Zeit zu verplempern und lasst die Granate fallen. Das gefällt mir nicht. Irgendwas fühlt sich komisch an. Wir sind im Krieg, Kommandeur. Wir lassen der Wir tun, was Jedi-Gefangene der nötig ist, Oberherrschaft oder bereuen, wir dass sie verlieren. die Schar verraten hat. Im Wir großen Schacht haben stimmt es Rauch. so weit gebracht, allen Widrigkeiten zum Trotz. Nehmt jetzt jede gewonnene Schlacht. Was habt ihr gemacht? Den Kristall in Jedes den Schacht Wunder, geworfen der oder das weggeworfen verunsichert, habe oder ich von Hand geweigert? benutzt es. Das Ich hab mich schreit geweigert, aber es ist euch. egal, was du machst. Ich hab mal reingeworfen. Zu mir. Wir müssen das Warte mal eben, Oberkommando wir lassen die Leute erstmal ausschalten. ausreden, die Der nerven. Rest wird ihnen folgen. Oh, dieses Reingeplapper, ey, das ist so ätzend. Was passiert denn bei beiden? Mike, deine Entscheidung oder der. Zinder hat immer gesagt, die Char seien bei Ich werde das Keine Zufall schreien die entscheiden. hatte schon wieder zwischen. Aber das ist eine Lüge. Eine Lüge. Deine Entscheidung macht überhaupt nichts. Ist Ich würde sagen, nur wer sich entscheidet, findet's raus. Ich Ist werde das stimmt einen auch wieder. W20 würfeln. Ich werde das Das Schicksal ist. entscheiden lassen. Gerade, Das. ich werfe ihn rein. Ungerade. Es bleibt Gebt die nicht. Brücke Es auf und bleibt ihr dürft draußen. leben. Ich dachte, du Tote machst jetzt einen Call im Chat. Das Ja! einzige Die sind die Szenario, in Luft dem du das zum Spiel Atmen, gewinnst, nicht ist, mehr. Die in dem du es nicht Feuerkraft spielst. erst recht nicht.
sonst kannst du nur verlieren. Moment, ich muss das richtig schreiben. Schreibst was? Stahl verbiegt sich nicht und bricht auch nicht. Aber töten können wir echt gut. So. Warte mal, da kommt eine Umfrage. Liebes Tagebuch. Hoffentlich. Heute habe ich ein paar Imperatoren umgenietet. Liebes Tagebuch. Heute habe ich ein paar Essen gemacht. Es gab Schaschlik gespießte Brathähnchen oder was auch immer. So. Ihr könnt abstimmen. Droppen oder hold? Also ich habe gerade 100% Abstimmung gemacht. Ja, das ist ja auch bei 0 Stimmen einfach. Wieso 0? Eine. Ja, das ist nicht, dass es live ist, weil wir jetzt noch also jemand übrigens, was macht, übrigens, dann wird das ja... Droppen ist übrigens ja. Eigentlich ja nicht. Eigentlich ist es sinnlos. Du kannst nicht eine Oder-Frage mit Ja oder Nein beantworten. Das stimmt allerdings. Das ist wie... Ja, das ist eine Antwort. Droppen oder holt. Und jetzt ist doch gerade die perfekte Abstimmung gemacht worden. Genau, 50-50. Droppen oder holt. Alle, hör ja. Hör auf, lass die Waffen fallen und sterbt. Ich lasse das Schicksal jetzt entscheiden. So. Guck. Ungerade, gerade. Es ist eine 6 geworden. Also, wir weigern uns. Es ist die beste Deckung, die wir Kree und Malice liefern können. Da ist irgendwas runtergefallen. Au! Das war mehr als nur eine Granate. Autsch. Der Weg hinein muss irgendwo unter uns sein. Lasst uns gehen. Betrete den Bunker. Alter, diese dämlichen Counter-Strike-Sniper, ne? Die gehen mir irgendwie auf den Sack. Du musst jetzt hier noch dein Kriegsverbrechen begutachten. Ach du Scheiße, was haben wir getan? Was haben wir nur getan? So retten wir doch die Char nicht. Smodor, dieses Vorratslager war voll besetzt. Ja, Leute sind eine Ressource. Ihr Bastard. Jetzt ist keine Zeit für Zimperlichkeiten. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir hart sein. Wenn wir zu Monstern werden, haben wir bereits verloren. Glaubt ihr wirklich, ich schaffe euch nicht alleine? Könnt Überlebende geben. Was war das denn? Würde ich sagen, erst mal was. Ja, ne? So, merkwürdiges Gerät. Die Leichen sehen unbewaffnet aus. Die Uniformen sind militärisch, aber sonst weist nichts darauf hin, dass es sich um Soldaten handeln könnte. Such nach weiteren Beweisen. Haben wir gerade hier eine Brandmarkungsbombe runtergeschmissen? Das war jetzt Hiroshima 2 oder so. Ja, nur anstatt Radioaktivität wird Kratorix Essenz in eine Bombe verpackt und dann wird alles in Umkreis von 3000 Kilometern gebrandmarkt. Stahl ist treu bis zuletzt! Wer schreit denn da so? Und Wieland ist noch am Leben! Haben wir noch jemanden im Discord drin? Nee. Wenn ihr davon ausgeht, dass das Ozon... Ihr habt es geschafft. Dass ihr nicht... Jedes Opfer, das ihr gebracht habt, hat uns der Heilung unserer Leute näher gebracht. Von der Kristall... gehört den Legionen. Bombe. Nicht schlecht. Das habt ihr schon einige Zeit geübt, nicht wahr? Die heutigen Erfolge waren mühsam errungen und hart erkämpft. Denkt nicht, dass irgendjemand diese Stahltrupp Centurios vergessen wird. Kümmern wir uns um die Verwundeten. Um unsere und die anderen. Ist ja auch mal bald fertig.
scheint es, dass dies eine Aktivität voller Werkstätten war. Keine Kaserne für Vorräte. Die im Raum verteilten Erfindungen sehen nicht wie irgendwelche anderen aus, die ihr je gesehen habt. Dies könnte eine Forschung- und Entwicklungsgruppe gewesen sein. Nach dem, was ihr in Chaos erkennen könnt, spricht Rittlock dagegen. Ist mehr am Leben. Ach, deswegen hast du mich gerade unterbrochen. Nach dem, was ihr in den Chaos erkennen könnt, sehen viele Erfindungen gut strukturiert und fast vollendet aus. Etwas, von dem ihr euch vorstellen könnt, ein Oberherrschaftshüter hat irgendwo an Nieselwaldküste ein geheimes Lager erreicht. Das ist Moto nicht gefallen. Ja, scheint so. Und dass das Moto nicht gefallen würde. Ich melde mich besser bei Rüdluck und schaue, was er gefunden hat. Die Oberherrschaftshüter wird angegriffen. Alles, was ich sehe, sagt, das hier ist mehr als nur ein Vorratsbunker. Soweit ich sagen kann, haben sie hier Waffenforschung und Entwicklung betrieben. Dabei zumindest hat Smodo nicht gelogen. Nicht, dass ich mich dadurch besser fühle. Hiervon auch nicht. Ich kenne sie. Sie ist eine von Malis persönlichen Wachen. Und sie trägt das Sigill des Imperators der Aschelegion. Ist das ein Befehl, abtrünnig zu werden? Könnte Malis beide Seiten hintergehen? Sie gehört der Aschelegion an. Wir müssen Kree warnen. Lasst uns keine voreiligen Schlüsse ziehen. Kretia? Gut gewählter Zeitpunkt, Kommandeur. Malis hat Rieland die Nachricht überbracht. Er hat weiteren Verhandlungen zugestimmt. Trefft uns in der versteckten Basis. Darüber dürfen wir nicht per Kommunikator sprechen. Ich traue Malis nicht und Smodor erst recht nicht. Kretia nehmen wir danach beiseite. Kümmern wir uns zuerst um Rieland. Rieland, Rüdlock, wo ist der Unterschied? Noch ein Sieg für mich. Noch ein Sieg für mich. Rüdlock hat sich in den Schleim verwandelt und ist einfach verschwunden. So. Trefft euch mit eurer Gruppe. Jetzt soll ich dahin, wo die anderen sind. 3000 Jahre später. Was ist ein Kartoffelbrot? Das klingt doch eklig. Schmeckt. Ja, wie schmeckt das? Ach, Brot. Ich mag kein Kartoffeln-Brot-Gemisch. Ich hab's noch nie gegessen und ich will es nicht. Musst du auch nicht. Zwingt dich keiner. Alles, was so komisch klingt, esse ich nicht. Ein Oberherrschaftshüter hat irgendwo in der Nieselwaldküste ein neues Let's Play gestartet. Apropos neues Let's Play, ich habe Biomutant noch nicht einmal richtig lange weitergespielt. Schon seit einem Monat nicht mehr. Fällt mir gerade auf. Miau. So. Endlich. Stopp. Warte mal eben. Komm mal alle zurück. Marc, wo bist du? Achso. Warum bist du tot? Achso, du schläfst. Ich muss etwas loswerden, habe ich das, glaube ich. Und zwar dies hier. Yay. Das habe ich nämlich im Inventar drin.
Ja, ist gut. Hier ist das große Finale. Das war's. In der Wand explodiert. Scheint so. Ich habe nichts gesehen. Och Mann. Oh, Hauptsache, ihr könnt's was sehen. Okay, ihr habt's gehört. Okay. Dann habe ich nämlich endlich hier einen Platz frei. Das Feuerwerk zum Drachengepolter oder so. Ey, wie können wir nach... Können wir doch nicht. Volles Haus. Rieland sollte auch bald da sein. Logan, Cass, wie wäre es, wenn ihr diesmal etwas im Hintergrund bleibt? Ihr wart wertvolle Verbündete und ich bin dankbar für all eure Hilfe. Aber Rieland... Wir verstehen schon. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wir stehen euch zu Diensten, solange ihr uns braucht, Tribun Steinglanz. Nennt mich Kretia. Kommandeur, gehen wir unsere Gefangene holen. Hä? Logan klingt irgendwie plötzlich wie, Logan klingt plötzlich wie Trahan. Also können wir die Rolle jetzt nicht nochmal suchen hier. Ich fürchte nicht, es sei denn, die sind da hinten vielleicht in diesem Kabuff. Da konnte ich nämlich nicht rein. Wenn ich da rein kann. Centurio, es ist Zeit. Ihr könnt mich anketten. Gott, hier kann man die Instanz verlassen. Rieland wird niemals vor euch in die Knie gehen. Hier ist nichts. Darum geht es nicht. Es geht darum, unser Volk zu retten. Euch eingeschlossen. Das sagt ihr jetzt. Aber sobald ihr etwas Einfluss gewinnt, sobald ihr eure Zähne in... Junges, ihr habt noch einiges zu lernen. Spart euch das. Ich habe genug gelernt. Genug gesehen und getan. Alte Köpfe sind nicht die einzigen, die anführen können. Ihr habt euch bewiesen. Aber Entscheidungen, die ihr im Feld getroffen habt, bleiben bei euch. Wow. Nee, das wäre hier nicht gewesen, weil das ist ja eine andere Mission. Eine Schwäche zeigte sich. Ich habe sie genutzt. Und es hat funktioniert. Sehr gut sogar. Kümmert es euch überhaupt, wie viel Scharblut an euren Händen klebt? Lieber Ephraim, von der Flammenlegion hätte ich schon etwas Rückgrat erwartet. Wenn ihr es noch einmal zu weit treibt, wird Banga eure geringste Sorge sein. Dann reiße ich euch persönlich die Kehle heraus. Als hättet ihr die Klauen dazu. Wenn ich meine Augen schließe, klingt ihr genau wie Banga. Ihr habt guten Grund, wütend zu sein, Ephraim. Aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wir brauchen einen Pakt mit Rieland. Tun wir das? Wir haben das Gebiet zurückerobert. Kein Grund mehr, mit Stahlfängern zu verhandeln. Wir waren uns einig. Rieland ist unsere beste Chance, Banga schnell zu erreichen und ein für alle Mal aufzuhalten. Kretia wird für uns sprechen. Für uns alle. Ihr habt ihn hergebracht, Kretia. Jetzt sorgt auch dafür, dass er zuhört. Ja, macht ihr doch die Tür auf. Warum muss ich denn immer F drücken? Über eins übelst du erst kam. Ihr Rieland führt die Blutlegion an. Das sollte unsere Zukunft sein. Ich hoffe, Rieland verschwendet sie nicht. Oder unser Leben. Der Trupp steht über dem Einzelnen. Ha, ein Trupp von zwei Personen. Was? Was? Habt ihr es noch nicht gehört? Eure Spielkameraden sind bezwungen und tot. Wir haben Krieg. Ihr habt's wirklich mit Worten. Im Pharao lernt man halt doch nicht alles.
Stahlfänger ist spät dran. Vielleicht schätzt er diese da doch nicht so sehr, wie ihr Leute denkt. Smodur, der Unverzagte. Ich habe gegen euch gekämpft und ich bin mir verdammt sicher, diesen Namen habt ihr euch selbst gegeben. Jetzt gibt's Ärger wahrscheinlich. Tribun Stahlfänger. Tribun Steinglanz. Ich bin hier. Eure Truppkameraden. Mein herzlichstes Beileid. Wirklich? Dadurch seid ihr doch im Vorteil. Man hat euch gesagt, ihr solltet allein kommen. Ich rede mit Steinglanz. Also, was wollt ihr? Dass ihr wieder zu den Legionen stoßt, dem ein Ende setzt, dass unsere Leute sich gegenseitig umbringen. Meine Befehle sind immer noch dieselben. Die Lage hat sich geändert. Vishem, Nikabar, Ranoa, sind diese Befehle eure Loyalität wert? Und welche Befehle gebt ihr? Ich erteile euch keine Befehle. Ich versuche nur, euch nach Hause zu bringen. Ich bin nicht irgendein Junges, das weggelaufen ist. Und eure Geisel ist kein Spielzeug, das ihr in der Hand haltet, bis ich mich füge. Denkt nach. Bangar ist wahnsinnig. Er versucht, einen Altdrachen ins Joch zu spannen. Dieser Krieg wird noch so viel schlimmer werden. Der Stahltrupp könnte das Blatt wenden. Unsere Leute laufen euch nur so zu. Ihr seid für sie verantwortlich. Ihr seid ihre Zukunft. Diese ganze Farce ist doch zeitversetzt. Smodur! Rieland, jede Wahl hat einen Preis. Bangar zu wählen hat euch bereits den Rest eures Trupps gekostet. Ist das nicht genug? Kretia, wir waren immer ehrlich zueinander. Ihr sagt, Stahl sei wichtig? Dass wir maßgeblich für die Zukunft sind? Beweist euer Vertrauen. Lasst Zinder mit mir von hier fortgehen. Ich bräuchte ein paar Zusicherungen. Es reicht! Verräter brauchen wir nicht. Ich habe euch vertraut. Oberherrschaft! Na, das lief ja super. Ich habe ja gesagt, das wird, gibt Ärger. Geht! Wir haben das im Griff! Ihr habt das im Griff? Ich habe dich schon weggefegt. Er wird nicht weit kommen. Unsere Soldaten haben die Brücke eingenommen. Dann brauchen wir euch nicht, Smodur. Ihr habt schon mehr als genug getan. Ich habe mit meiner Lanze einen Tumor aufgestochen und die Wunde kauterisiert. Ihr seid ein absoluter Esel. Wir hatten eine Möglichkeit, sie zu retten, sie alle nach Hause zu bringen. Verräter haben wir nie gebraucht, um gegen Bangar zu siegen. Das ist kein Kompromiss, den ich eingehen wollte. Wie bekommen wir Rieland zurück? Smodurs Kopf auf einem Spieß. Ich bin Imperator einer Legion. Ohne Ehre. Halt! Ich sehe ihn nicht. Und es ist zu still. Verflammt. Wie konntet ihr nur? Verteidigt euch! Was zur Hölle ist das?
Ich habe euch gewarnt. Der Tribun war nur ein Vorgeschmack auf Bangas Macht. Bangas echter Anführungskraft und Vision ist es zu verdanken, dass sich die Char weiterentwickelt haben. Yikes. Oh mein. Ridlock! Sie sehen aus wie Söhne Svanias. Sie dürfen nicht über dieses Tal hinauskommen. Bleibt und stellt euch der Macht der Fassung los. Ich übernehme die Überlegenheit. Macht das. Respekt. Haltet sie auf. Lasst sie nicht um uns herumkommen. Nicht mich. Sie kämpfen schlauer als die Eisbrut. Seht was und ihr seid nur Bestien, Jormats. Lieber töten wir euch alle oder sterben bei dem Kommandeur, gebt meinem Panzer ein paar Ziele. Ja, das ist ja interessant. Fürchtet die Kraft der Frostlegion! Kommandeur, gebt meinem Panzer ein paar Ziele! Oder warum kann ich ihn nicht angreifen? Komisch. Hat gar eben gar keinen Schaden genommen. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Okay, Hulk. Was unser Imperator erreicht hat. Ihr hättet seine Seite wählen sollen. Euer Verstand ist zu schwach, um dem paranoiden Sturm zu widerstehen. Ich fühle mich gut. Ich bin schneller als ein Centaur. Mach sie nieder! Kommst du! Kommst du! Kommt ihr euch neu! Leute, ihr müsst dodgen. Ich wurde nicht getroffen. Ne, ich meinte die NPCs. Ich wollte das auch schon mal sagen. Och, Jesus. Oh, das hat wehgetan. Och. Oh, Gott sei Dank geblockt. Ich sehe nichts. Ich wollte das Achievement gerne haben.
Ich glaube, ich krieg's auch. Yes! Ohne getroffen zu werden. Obwohl ich einmal geblockt. Wo ist Dreland? Fort. Er ist zu Banga zurückgegangen. Ihr hattet kein Recht. Was getan ist, ist getan. Nun? Ihr seid nicht Kan-Ur. Keiner wird sich je vor euch verneigen. Wir haben die Brücke verloren. Und wir haben die Frostlegion getroffen. Banga. Er hat unser Volk Jormark als Sklaven dargeboten. Sie sind Abscheulichkeiten. Wir müssen der Sache ein Ende machen. Malice, was ist mit euren Agenten bei der Oberherrschaft? Wie habt ihr... Ihr seid Imperator der Asche-Legion. Ich habe Doppelagenten losgeschickt, um Banga zu beobachten. Sie werden uns das Wissen beschaffen, das wir brauchen, um ihn aufzuhalten. Gebt ihnen etwas Zeit. Wir werden das Gebiet weiterhalten. Wir werden heilen. Und wenn sich ein Weg vorwärts zeigt, werden wir bereit sein. Ist die Frostlegion vorher schon? Oder wurde jetzt quasi neu mit der Macht von Jormark erschaffen? Nur eine weitere Bestätigung, wie großartig ich bin. Keine Gnade, abgeschlossen. Das war ein ganzes Kapitel. Oh, prächtig. Och du Scheiße. Diese Sondermissionsdokumente, soll ich die doppelklicken? Bekommt man da nicht Vorräte oder sowas? Nee, du bekommst nur Sondermissionen, die du machen kannst. Genau, einfach alle freischalten. Achso. Gut, das war das. Wir verlassen den Instanz. Kann er mir was zu sagen? Ne, dann verlassen wir die Instanz. Und gucken, ob da noch irgendwann einer dazwischen redet. Nieselwaldküste. Oh, das klingt jetzt sehr stark nach. Jetzt geht's Richtung Action. Gut. Danke fürs Zusehen. Bis dann.